Das verschüttete Gebäude könnte jederzeit vollständig einstürzen. Im Militärübungsdorf von Wangen an der Aare. Eine Drohne soll das Haus erkunden. Mitarbeiter der Robotics and Perception Group der Uni Zürich bringen die faltbare Drohne zum Einsatz. Sie fliegt autonom, ohne Fernsteuerung durch einen Menschen. Die Drohne nimmt die Umgebung mit kleinen Kameras wahr und erkennt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, was im Gebäude vorgeht. Dank selbstlernender Algorithmen und Unmengen von Daten, sogenannten neuronalen Netzwerken, orientiert sie sich selbstständig. Bis in 5 Jahren sollen sie tatsächlich in der Katastrophenhilfe eingesetzt werden können. Drones are already being used in search and rescue operations, but not autonomously, but rather with the remote control by skilled pilot. The problem is that after several meters, there is no wireless connection. That's why we actually work on making drones autonomously, so that they can continue the exploration beyond the line of sight and beyond the wireless communication. Auch am Institut für Robotik und intelligente Systeme der ETH Zürich setzen Forscher auf KI. Professor Marco Hutter zeigt, wie Laufroboter Animal mithilfe von Lasersensoren und Kameras die Umgebung ausmessen und wahrnehmen kann. Roboter wie Animal sollen dereinst Jobs erledigen, die Menschen nicht erledigen können. Doch dieselben Technologien, die Leben retten sollen, können auch missbraucht werden, etwa für kriegerische Zwecke. Für Aufsehen sorgen die Laufroboter des US-Unternehmens Boston Dynamics, das auch für die US-Armee forscht. US-Kampfjets verfügen bereits heute über Drohnen, die sich selbstständig um ein Ziel in eine Formation bringen. Noch sind die Drohnen offiziell unbewaffnet. Eine Gefahr, die man auch bei der Schweizer Armee kennt. Marc Höpflinger ist beim Technologiezentrum des VBS für unbemannte Systeme und Robotik zuständig. Er betont, der Bund forsche nicht zu autonomen Waffen, doch... Also ich persönlich befürchte, dass die Rolle sehr gross sein wird, weil man einfach militärisch riesige Vorteile hat, wenn man ein Waffensystem hat, das in einem modernen Gefechtsfeld automatisch oder autonom Entscheidungen fällen kann. Also ich habe das Gefühl, das ist eine Büchse von Pandora-Büchse, die eigentlich schon geöffnet wurde, wo man auch nicht mehr so einfach wieder schliessen kann. In Wangen an der Aare machen Marco Hutter und sein Team Animal für einen Einsatz bereit. Das Szenario? Animal soll in einem verschütteten Gebäude eine vermisste, bewusstlose Person suchen. Die Mission beginnt. Das Team der ETH Zürich steuert Animal. Für reale Einsätze in der Zukunft müssen die Forscher den Roboter weiterentwickeln. Auch in Bezug auf KI, damit die Maschine lernt, selbst zu erkennen, wo sie durchkommt und wo nicht. Wir sind heutzutage fähig auf einigermaßen unebenem Boden, also Gebäude in Umgebungen, die immer noch von den Menschen gemacht sind, umeinander zu navigieren, ohne dass eine Person mitgeführt wird. Sobald es aber sehr grosse Trümmer hat, extrem schwieriges Gelände ist, wo heute Katastrophensuchhunde eingesetzt werden, dort sind wir noch nicht fähig mit diesen Maschinen. Da wird es noch sicher 5 bis 10 Jahre Forschung brauchen, bis wir das alles in der gleichen Agilität erreichen können wie Mensch oder Tier. Animal nähert sich dem Ziel und findet die vermisste Person. Heute noch mit viel menschlicher Unterstützung.